Facebook-Seite für Firmen. Mein Name ist Philipp Sauchen von Rienemorgen und Sie schauen website-marketing.ch. Sie können als Firma auf Facebook mit einer sogenannten Seite vertreten sein. Auf keinen Fall eine Gruppe anlegen, sondern eben eine Seite bringt diverse Vorteile bis hin zu statistischen Auswertungen. Nun, wie mache ich das? Hängen Sie es auf keinen Fall an sich als Person, sondern erstellen Sie hierfür einen speziellen Account. Und das geht folgendermaßen. Sie sind hier auf Facebook, loggen Sie sich erstmal aus. Und dann können Sie hier einen neuen User anlegen, geben Sie dem irgendeinen Namen, Vorname, Nachname, kann was mit der Firma zu tun haben oder auch nicht, und eine E-Mail-Adresse. Und auch hier würde ich extra für diesen Facebook-User eine eigene E-Mail-Adresse anlegen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt ganz wichtig, dieser User, der darf keine Fans kriegen und Freunde, weil wenn er das kriegt, kann es sein, dass Facebook eben merkt, dass es eine Person ist, die als Firma hier drauf ist und wird dann gelöscht. Also ganz wichtig, ich muss nun schauen, dass keine Fans dazukommen. Wie mache ich das? Ganz einfach. Ich gehe hier, wie wir das die letzten Mal gehört haben, bei Konto auf Privatsphäreneinstellungen, dann hier oben Einstellungen anzeigen und kann nun hier sagen, dass ich keine Freundschaftsanfragen von allen kriege, sondern eben nur von Freunden von Freunden. Das heißt, jetzt, weil ich ja keine Freunde habe, kann mir auch keine eine Anfrage stellen. Ganz entscheidend, ich würde hier sowieso alles so einfach wie möglich einstellen, beziehungsweise überall auf entweder nur Freunde gehen oder dann eben auf Freunde von Freunden. Somit wird keiner ein Freund dieses Profils, dieses User, der eigentlich nur den Zweck hat, diese Fanseite zu erstellen. Wenn ich dann das gemacht habe, dann gehe ich wiederum auf Facebook mit diesem Account dann natürlich. Und hier habe ich noch keinen besseren Weg gefunden, als dass ich hier oben hinter Facebook noch /Pages reinschreibe, Enter und dann auf diese Seite komme, wo ich oben rechts hier eine Seite erstellen kann. Und hier habe ich zwei Möglichkeiten. Es gibt die sogenannte Gemeinschaftsseite, das ist eine Seite, da geht es um irgendwas Wohltätiges. Die kann ich anlegen, aber wenn die dann eine schöne Zahl an Freunden hat, kann es sein, und das steht hier drin, dass Facebook diese Seite übernimmt. Das will ich natürlich nicht bei meiner Firma, gerade wenn sie viele Freunde hat. Das heißt, ich gehe hier auf eine offizielle Seite hin, also eher in eine Richtung Kommerzielles geht. Ich kann hier dann diverse Einstellungen machen, beziehungsweise diese drei hier eine Seite erstellen. Lokales Geschäft, Marke oder Produkt, Künstlerbrand und vergebe hier einen Namen. Der wird natürlich auch getestet. Dann ticke ich hier noch an, dass ich eine offizielle Vertreter bin, dieser Person, dieses Geschäftes, dieses Brandes oder Produktes und erstelle dann diese offizielle Seite. Es wird dann hier nochmals gefragt, ob ich wirklich dieser offizielle Vertreter bin. Der bin ich natürlich. Die Seite wird geladen und ich kriege sie angelegt. Nun haben Sie gesehen, was hier passiert ist. Dieser Name Tester, der ist offenbar zu generisch, der wurde abgelehnt. Jetzt muss ich mir also wirklich einen Namen suchen, der hier reinpasst. Ich persönlich würde was nehmen, das vielleicht schon ein Keyword drin hat, wenn das sich im Firmennamen unterbringen lässt, aber eben dann kann es passieren, dass ich dann hier nicht angenommen werde. So legt man also mal eine Seite an. Wie ich dann hier weiter vorgehe, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ein sehr interessanter Schritt. Auf jeden Fall, mich würde es interessieren, ob ihr schon eine Seite habt auf Facebook, wie ihr die angelegt habt und was ihr da achtet. Kommentare wie immer hier. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der Rienemagie und Sie haben website-marketing.ch geschaut.